Herzlich willkommen zu den Literaturshorties der Buchhandlung Beusen und Mauke. Ich habe heute das Buch von Laura Imai Messina mitgebracht, Die Telefonzelle am Ende der Welt. Diese Telefonzelle steht ja circa 7 Stunden von Tokio entfernt in einem einsamen Garten auf einem hohen Berg. Dieser Garten ist in einer Provinz, die damals durch den Tsunami 2011 stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dieser Garten, ja, das ist ein Garten der Stille. Diese Telefonzelle hat ein alter Mann installiert. Er hat sie einfach dahingesetzt. Sie ist nicht angeschlossen. Aber viele Menschen kommen in diesen Garten, in diese Telefonzelle, um mit ihren verstorbenen Angehörigen, mit Menschen, die sie verloren haben, in Kontakt zu treten. Eines Tages erfährt auch Yi, dass sie ist die Hauptperson in diesem Buch, eine junge Frau von diesem Ort. Sie ist Radiomoderatorin und eines Nachts ruft ein Mann an und er erzählt genau von diesem Garten, von dem Trost, den dieser Garten spendet, von dieser Telefonzelle. Und Yi beschließt eines Tages, sie fährt da jetzt auch hin. Sie hat ihre Mutter, sie hat ihre kleine Tochter bei dem Tsunami verloren. Sie ist dabei, ihr Leben ganz neu zu gestalten, umzugestalten, damit sie irgendwie mit diesem Verlust fertig werden kann. Sie kommt dahin, sie geht aber nicht in die Telefonzelle, sie ruft nicht an, aber alleine dieser Garten, dieses Dasein in dem Garten spendet ihr schon ganz, ganz viel Trost. Und eines Tages lernt sie Takeshi kennen, einen jungen Mann, der diese Telefonzelle dazu nutzt, um mit seiner verstorbenen Frau in Kontakt zu treten. Auch er hat an diesem Verlust schwer zu tragen. Er hat eine kleine Tochter. Ja, es ist schwierig für ihn, Beruf, Erziehung, ja, sein ganzes Leben zu ordnen, auf die Reihe zu kriegen, zu organisieren. Die beiden lernen sich kennen. Sie fahren immer öfter gemeinsam diese lange Strecke hin und zurück. Also es sind ja jeweils 7 Stunden. Kommen sich dabei näher, führen viele Gespräche, ja, und es entsteht eine am Anfang zarte Liebesbeziehung, es entsteht eine Liebesgeschichte. Wenn Sie jetzt denken, ach, so ein trauriges Buch, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf, das ist kein trauriges Buch. Sie sehen, es sind so viele wunderschöne, zarte, lebensnahe, lebenskluge Sätze und Gedanken in diesem Buch. Das ist so eine wunderschöne, wunderbare, ja, Geschichte, die einem so viel Wärme gibt und so viel Mut macht und so viel Lebenslust zurückgibt. Deshalb komme ich nicht drum herum, Ihnen dieses Buch wirklich ans Herz zu legen, von Laura Imai Messina, Die Telefonzelle am Ende der Welt. Ein Wochenende und Sie sehen die Welt vielleicht wirklich anders, mit anderen Augen. Meine ganz, ganz große Empfehlung.